Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Let's Play League of Legends 1 gegen 1 Get Plunged Ryze gegen Galio. Ich glaube, der Sack hat mir letztens erzählt, dass er Galio ziemlich gerne spielt. Ich weiß das nicht mehr genau. Irgendwer hat das erzählt. Galio ist natürlich perfekt im 1 gegen 1 gegen AP. Boah, deswegen hat der Sack auch gerade nochmal gefragt. Er nur so, ja, aber AP mit Champions, ne Mama? Ja, du Penner. Ja, hätte drauf kommen müssen, dass er Galio spielen will. Naja, wir spielen Ryze. Jo, ne? Wir müssen Early hinkriegen. Das Gute, was wir schon mal haben, er hat kein Flash. Das ist schon mal gut, weil da kann er nicht Flash Ult machen. Das Schlechte ist, er hat Heal. Das Gute ist, er hat Exhaust. Das Gute ist, er hat keinen Ignite. Ja, wir müssen einfach gucken, wir müssen das Early Game, müssen wir Farm bekommen und wir müssen, ja, Level bekommen. Level und Farm müssen wir am Anfang bekommen. Wir werden so sehr Tankorino-mäßig gehen müssen, aber was ich auf jeden Fall haben will, ist den Calcurino hier. Alleine wegen der Magic Resistance. Bisschen, das wird er auch kaufen, also wir werden das kaufen, das kaufen, das kaufen. Dann ist die Zeit wahrscheinlich rum. Also müssen wir darauf achten, dass wir quasi den ganzen Farm erwischen. 60 Mana, 60 Mana, 60 Mana, alles. Wie viel Mana haben wir? 300. Wie viel gibt uns das? 60, ne? 60 Mana, also ein... Eieiei, wir werden jetzt erst den Kelch rushen, dann die Tier. Gucken, was er dabei hat. Magic Resistance und zwei Pötte. Ja klar, Galio skaliert ja, wie die wahrscheinlich alle wissen, auf Magic Resistance, auf der Passiven. Je mehr Magic Resistance... Galio hat, desto mehr Ability Power hat er. Also da ist da halt so ein Negatron, hier so ein Cloak, ne? Bringt da schon was. Hat er jetzt 6, 59. Hat er denn irgendwas? Klar, er hat halt das Gute jetzt im 1 gegen 1. Muss man halt sagen, das ist halt, geh weg. Oh Mann, nervt doch nicht. Kann man halt, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil er sich da hinten hinstellt. Vielleicht kann ich da ein Ward eben aufstellen, damit wir ihm reingucken können in seine Sachen. So. Er hat mega viel Magic Resistance und AP. Dafür hat er so gut wie nichts auf was anderes geklatscht. Bin mal gespannt. Klar, er hat jetzt mega Resistance. 67 oder was hat er? 67 MR und 60 AP. Das ist schon heftig. Aber was sollen wir machen? Ist halt so, müssen wir gegen ankommen. Habe ich auch schon mal gesagt, dass wir uns mal so eigentlich so eine 1 gegen 1 Runenseite machen müssten. Und dann, wenn ich mir entscheide, welchen Champion ich spielen will oder was wir spielen... Müsste ich dann, die Runenseite wechseln. Warum greifen mich die Creeps an? Muss aufpassen, der wird jetzt Level 2. Ich kann nicht leveln irgendwie. Ah, jetzt geht's. Irgendwie wollte gerade. Lol. Smartcast. Wollte eigentlich das Creep haben und ihn nicht, deswegen habe ich jetzt zwei Creeps verloren, dammit. So, ich habe ihn jetzt auch, wenn ich dafür Creeps verloren habe. Wollte ich ihn da zu Ende harassen. Ich mache jetzt noch einen Trank rein, damit wir Mana bekommen. Oh lol. So, er hat keinen Mana mehr, das ist schon mal gut. Nein! Scheiße, das große Creep nicht bekommen. Okay. Oh, sehr schön, das Creep hier rumgelockt. Scheiß Creep. Ich würde sagen, sehr schön, das Creep hier rumgelockt. Dann brauchen wir keinen Mana ausgeben. So, wir leveln den Q. Kriegen Farm. Oh! Scheiße, da konnte ich nicht schnell genug klicken.
brauche 800 Gold, Leute. Scheiße. Fehlt mir noch Gold. Ich kann nicht in die Base gehen, so. Nein! Scheiße. Oh Mann, ich krieg die Last jetzt nicht. Das Cannon-Creep nervt. So. Geh weg, ich will das Creep haben. Oder du stirbst, das kannst du dir aussuchen. So, er soll in die Base, ich will den Level-Vorteil haben. So, wir können uns jetzt schon... Ah. Können wir den Kelch leisten. Ich werde so lange nicht in die Base gehen, bis ich dir hier raus einen Level-Vorteil ziehe. Oh lol, habt ihr das gesehen? Wie er wieder nicht in die Attack-Range reingekommen ist. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich Ryze spiele, erzähle ich das, dass ich den deswegen hasse. Weil jedes Mal, wenn du nicht in die Attack-Range kommst, fängt er an so rumzubuggen. Also so, dass er den Attack-Move ausführt. So, jetzt... habe ich den Level-Vorteil in dem Sinne, dass die Creeps da, diese 5 Creeps, am Tower von ihm kaputt gehen und ich in die Base gehen kann und keiner am Tower verliere, wenn ich schnell genug bin. Zack, zurück. Wir kaufen jetzt ganz schnell... wo ist es? Tier, da, schnell, Bewegung. Mana-Rack, schnell, laufen. Hoffentlich bin ich schnell genug. Ich habe zu lange zum Einkaufen gebraucht, ich hätte schon mal vorlaufen sollen. Jetzt kann es doch sein, dass ich wieder am... dass ich Creeps hier am Tower verliere. Ne, er pusht nicht. Sauber. Er pusht nicht. Er pusht nicht. Noob, noob. Er pusht nicht. So. Wir haben 13 Creeps mehr. 73 MR, Alter. Okay, es geht. Wir haben 67, aber 65 AP. Naja, Ryze skaliert ja dafür auf Mana. Wie jeder weiß. Lol, er hat natürlich Ulti. Egal, wir sterben dafür nicht. Gut, er hat keine Ulti mehr, sehr schön. LOL, ich hing da. Scheiße. Ja, ich hänge gerade irgendwie vom Kopf. Das war eigentlich nicht beabsichtigt, was ich da gemacht habe jetzt. Ich hätte dafür sterben müssen. Muss man ein bisschen aufpassen. Weil eben die Heiltränke, die wirken zu langsam, halt die, die Flasks. Ja, da habe ich irgendwie ganz komisch geschalten, also da habe ich quasi gar nicht geschalten. War irgendwie ganz komisch, da hing ich irgendwie, ich habe in den Spells geguckt und wusste nicht, was ich drücken musste, also das war Fail Play von mir. Brauch Gold, dass ich die Tier kaufen kann. Also 20 Gold wenigstens. Also jetzt nach 20 Gold könnte ich gehen. So, also die könnte ich jetzt schon mal kaufen. Was hat er denn noch? Ja komm, ich gehe in die Base, ich will nichts riskieren. Ich habe nicht mehr genug Mana, um ihn da zu harassen. Ich habe es versucht, dass ich ihn da bekomme, aber... Ja, wir kaufen uns jetzt die Tier. Und dann verlieren wir jetzt halt da ein bisschen was. Ja, das apropos Level-Vorteil, hat er da mal eben schnell die Ulti ein Creep vor uns bekommen. Naja. Nicht schlimm. Passiert. Wir haben auch immer noch ein bisschen Farm-Vorteil. Level-Vorteil hat er natürlich jetzt ein bisschen auf seiner Seite. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier gelevelt bekommen, weil wir seht hier, dass die blaue Zahl da drin, das ist das skaliert auf Mana. Also je mehr Tier wir gelevelt bekommen, desto mehr Mana haben wir, desto mehr Damage haben wir.
So. Und wir müssen natürlich hier den ganzen Farm bekommen. Oh lol, schon wieder, dass ich da irgendwie klicken konnte. So, wie viel haben wir hier drauf? 40. Hat er gekauft? Ja, ist klar. Naja, ist halt, er wusste ganz genau halt, er hat halt die Champions vorgeschlagen und wollte halt Galio haben. Aber schon allein deswegen will ich gegen den nicht verlieren. Oh, er hat die Flask, hat er auch gekauft, okay. Dachte, ich kriege ihn noch einen Schritt weiter in den Tower rein. Eieiei, er hat jetzt aber erstmal Ulti, natürlich fetten Cooldown, aber wir müssen halt in die Base leider. Naja, wir kaufen jetzt hier einfach weiter. Kaufen jetzt das Leben ein bisschen hier. Müssen gucken, dass wir ihn da jetzt zur Rest bekommen, wenn er jetzt keine Ulti hat. Oder jetzt mehr oder weniger All-In gehen. Aber es ist halt, ja, Galio, perfekter Champion für 1 gegen 1 einfach. Weil er einfach genau auf das skaliert, was unseren Damage wegmacht. Ja, das ist schon, ja. Wie gesagt, perfekter Charakter fürs 1 gegen 1. Dafür, dass wir da noch nicht gestorben sind, ist okay. Also das eine, was er da unterm Tower veranstaltet, das heißt, weiß ich nicht, meine Schuld gewesen, dass ich da irgendwie so hing und das nicht realisiert habe, was ich da, oder nicht wusste, was ich machen will. Weil ja, das konnte mich nie entscheiden. Wie kostet das? 800. Naja, also das vom Damage her brauchen wir uns da keine Gedanken mehr machen, dass wir da noch irgendwas drauf bekommen. Jukorinos. Ja, also Galio mit Exhaust, Heal, also er hat ja einen Slow auf dem Q, dann hat er den E einen Speedbuff, dann hat er einen Heal mit Speedbuff und den das Exhaust als Slow. Ja, was will man mehr, ne? Was will man mehr? Aber wir lassen uns da nicht so einfach schlagen von dem. Ich habe da keinen. Nee. Ui, oder später stirbst du so. Ja, ist halt im 1 gegen 1, dass irgendwann mal einer sterben muss. Vor allem, wenn man Galio spielt. Sagt der Galio spielt. Und mit dem Farm hinten liegt. Ah, lol, warum funktioniert der W denn nicht? Jetzt funktioniert der scheiß W. So, 40 Gold noch, dann kann ich mir das Ding schon mal kaufen. Muss halt jetzt so, ich gehe jetzt in eine Base, verkauft da lieber was für. Ich will nicht sterben. Nö. Gegen so einen Kacker, der Galio spielt und dann seine Runen 100% auf Galio auslegt, ne? Dem gebe ich hier keinen Sieg durch 1-0 oder sowas. Da campe ich lieber den, sag ich mal, den Tower campen wir nicht, aber da gehe ich lieber 5-mal noch in die Base und verliere die Tower dafür. Ne. So läuft das hier nicht, mein Jungchen. Weil jetzt gerade keine Ulti mehr, aber ich mache ihm, wenn er jetzt keine Ulti hat, ist nicht das, ist okay, aber ich mache ihm einfach kein Damage mehr, weil er 120 Magic Resistance hat. Guckt euch das mal an. So, wenn ich jetzt auf AD noch umswitchen würde, würde ich mehr Damage machen.
Puh, ja, das wird jetzt weiter so gehen, Leute, tut mir leid. Aber als nächstes muss es MR geben. Wir müssen uns gleich auch einen Negatron-Mantel kaufen. Aber da fehlen uns jetzt noch 400 Gold für. Nein, ich komme nicht dran. So, ich gehe wieder Leben aufladen. Es muss jetzt so funktionieren, anders kann ich ja nicht machen. Ihr seht ja da einen Coup von uns, der eigentlich schon ziemlich viel Damage macht hier, ne? Der dann keinen Damage macht, das ist schon krank. Ah, das hat die Flask nicht aufgeladen, dammit. Muss für die Flask in die Mitte gehen. So, jetzt kann ich hier den Farm nehmen und vor allen Dingen die Tier schön leveln. Einzige Vorteil, wenn wir so nah an der Base sind, dass wir Mana verschwenden können. Ohne Ende. Jetzt mal Farmvorsprung wenigstens. Ja, zwei Creeps. Er wird jetzt hier mit steigern, weil er jetzt gleich kommt und die ganze Wave machen kann. Ich glaube, wäre von mir auch unklug, ja, weiter rauszugehen. So. Müssen auch, ja, was dafür machen, dass wir hier ein bisschen tankiger sind. 100 MR haben wir dadurch. 300 haben wir hier drauf. Oh, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Vor allem brauchen wir jetzt gleich erstmal Level 11. Er hat das schon und er stackt natürlich. Also das ist halt ganz easy peasy Sache mit Galio. Also da braucht man keine Gedanken drum machen. Wir brauchen jetzt einfach nur stacken. Er kann sich jetzt das Ding 5 Mal kaufen. Und ich mache halt kein... Also wie gesagt, ich könnte jetzt auf AD gehen. Wird wahrscheinlich dann Schaden machen im Vergleich zu jetzt. Naja, wird halt eine langweilige Runde. Und versuchen nicht zu sterben. Das fände ich jetzt scheiße, wenn ich dafür sterben würde. Naja, kriegt uns auf jeden Fall nicht. Scheiße, ich dachte, ich krieg den mit dem Auto-Attack. Ich wollte ihn gar nicht, dass die Smartcars waren das jetzt wieder. So, ja, kann jetzt einfach nur wieder in die Base gehen und zurückkommen. Ich verkaufe die Pots und kaufe Schuhe. Damit ich ein bisschen schneller bin. Damit ich den Tower nicht auch noch verliere. Ah naja, mit Ryze jetzt gegen den. Das skaliert Ryze zu spät, als dass wir da jetzt groß was gegen den machen können. Leider. Wie viel hat der? 140, 160 Magic Resistance. Ja. Naja, 0-0 ist okay gegen Galio. Ist okay. Wenn wir jetzt was anderes hätten als Champion, könnte das besser aussehen. Oh lol. Ich kann hier nur so weiter farmen und auf den Gank warten. Schmeiß die Tränke rein. Ich weiß nicht, warum die Creeps jetzt hier immer von 2 Tower-Schüssen schon gestorben sind, beide Male. Ich hab keine Last Titorinos bekommen für. Also konnte ich nicht kriegen. So, puh, ja, wollen wir noch ein All-In machen? Ich werde das eh nicht gewinnen, also, weil ich halt keinen Damage mache gegen ihn. Ist er jetzt weggegangen in der Base? Sonst, weil ich wollte gerade sagen, jetzt so, ja, ne. Wenn er eh nicht gewinnen, dann hätte ich wenigstens hier, naja, dann gibt es halt ein Unentschieden. Sag mal so, das werde ich auch im Late-Game nicht gegen den gewinnen können, weil er einfach weiter
MR stacken kann wie so ein Bekloppter. Und auch im Late Game kriege ich da jetzt nicht besseren Damage. Halt ein Void Staff kannst du dann halt kaufen. Und so, aber naja. Schon alleine durch seinen Heal, den er dann noch dabei hat. So. Ja, jetzt hat er, jetzt haben wir, ne, er könnte jetzt einfach durchpushen und Ende machen, weil wir jetzt schon alleine seinen Scheiß, jetzt habe ich halt das Problem, dass die Creeps da sind. Oh, verarscht. Verarscht. Wie ich da gejuked bin, ja, das hat er, das ist das Problem, wenn ihr sowas habt wie einen Lee Sin Q oder einen Galio Q oder so, ne, werft den nicht sofort. Das war so klar, sobald er den auf Cooldown hat, er hat wahrscheinlich die Taste gehämmert, ohne Ende, und, ja, hat den sofort losgeschossen, als er den hatte, ohne zu gucken, wo ich hinlaufe dann so, und deswegen konnte ich einfach, ja, ungefähr, jetzt hat er ihn und geht dann so rüber und konnte dann ganz leicht, ja, juken. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Das ist heute ein Unentschieden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, liebe Leute.